Hallo, heute haben wir ein ungewöhnliches Video für euch. Ich stehe hier im Norden Deutschlands, denn die Anna und ich, wir besuchen gerade unsere Familie hier in Deutschland. Und zufällig versendet der Marlon, den ihr vielleicht schon gesehen habt, wenn ihr ein bisschen auf unserer Website gestöbert habt, genau aus dieser Gegend gesundes Gemüse nach ganz Deutschland. Und wir haben uns gedacht, das schauen wir uns heute an und nehmen euch ein bisschen mit. Ich werde das filmisch für euch festhalten. Ja, jetzt sind wir hier angekommen. Es ist wirklich wunderschön. Viele kleine Details und mit viel Liebe angelegte Beete. Und wir haben Marlon auch schon getroffen. Und der wird euch jetzt hier ein bisschen was zeigen. Hi, mein Name ist Marlon. Wir stehen hier in unserem Gewächshaus. Anfang letzten Jahres haben wir das Gewächshaus gebaut. Vorher hatten wir nur die beiden kleinen Gewächshäuser. Also das sind unsere Radieschen. Wie ihr sehen könnt, die sind schon ziemlich groß geworden mittlerweile. Ja, und hier haben wir unseren schönen Oregano. Der ist letztes Jahr schon gewachsen und der ist jetzt dieses Jahr wunderschön wiedergekommen. Ja, und hier haben wir unsere ersten beiden Beete Tomaten. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis sie die ersten Früchte tragen. Nochmal zum Thema Radieschen. Hier haben wir dann schon unseren zweiten Satz ausgesät. Der ist jetzt noch ziemlich klein, aber in 2, 3 Wochen können wir den wahrscheinlich auch schon beernten. Da haben wir jetzt dieses Jahr so ein bisschen Schwerpunkt drauf gesetzt, mehr Kräuter anzubauen. Kräuter sind einfach super heilsam. Und die können wir in den ganzen neuen Brainshots alle so gut verwerten. Und die Nachfrage danach ist einfach groß geworden. Also das war eigentlich jetzt so unser Corona-Projekt. Wir wollten für uns selber Gemüse anbauen. Und dann hatten wir überlegt, wo machen wir das? Und ja, die Jungs waren groß und dann haben wir einfach gedacht, ach, dieses Fußballfeld, was wir sonst immer hatten, da könnten wir jetzt ein paar Balken hinlegen und diese Beete da mit Kompost füllen und dann Gemüse anbauen. Und das hat alles ziemlich gut funktioniert und wir hatten dann so viel Gemüse, dass wir beiden auf die Idee kamen, das zu vermarkten. Genau, und jetzt haben wir unser Projekt so weit ausgedehnt, dass wir deutschlandweit verschicken über unsere Webseite gesundesgemüse.de. Da findet ihr unseren Online-Shop und unser ganzes Angebot von Obst über Gemüse, wilde Nahrungsmittel haben wir, ganz viele Kräuter, viele aus dem Eigengarten. Einiges aber auch von lokalen Biohändlern aus der Nähe oder von befreundeten Betrieben, sodass wir dann auch ein breites Sortiment für alle von euch anbieten können. Er hat mir das hier jetzt ein bisschen gezeigt und es ist echt wunderschön. Und in den nächsten 4 Wochen werde ich hier wohnen und ein bisschen mithelfen. Und ja, freue ich mich schon sehr drauf.